Was für ein schöner haltendes Schamissen. Junge, ich würde gern ein oder zwei Lieder auf diesem Baby hören. Ja, leider ist niemand da, der spielen kann. Oh, ich bin so beschäftigt. Bitte steh mir nicht im Weg. Gehen, mir ist so langweilig. Ich versuche nur die Zeit totzuschlagen. Ich habe keine Arbeit zu erledigen. Gut, letzte Tür. Er ist es. Das muss er sein. Als ich noch ein einfaches Mädchen war, kam mir ein Jäger zu Hilfe, als ich verletzt war. Ich hätte nie gedacht, dass der gleiche Jäger hier als Gast sein würde. Ich muss sicherstellen, dass er alles bekommt, was er möchte. Alles. Verbraucht Sasserfisch. Fisch zum zur Perfektion gebraten. Füllt den Magen. Ja. Sasserreis. Reis kommt für Korn zubereitet. Füllt den Magen. Sasserfleisch. Luxuriös und herzhaftes rotes Fleisch. Füllt den Magen. Sasser-Eintopf. Brühe, die den ganzen Tag geköchelt hat. Füllt den Magen. Sasserkloß. Mit größter Sorgfalt zubereitet. Füllt den Magen. Sasserkrabben. Gericht besteht aus einer ganzen Krabbe. Füllt den Magen. Ja. Wow, jetzt servieren hier auch schon Würfel. Naja, das hier ist schon ein seltsames Gasthaus, aber das Essen ist unglaublich gut. Vielleicht träume ich. Ich meine ein Gasthaus, das von Spatzen geführt wird. Als ich ein Kind war, half ich an seinem verletzten Spatz. Jetzt fühle ich mich, als wenn ich dafür belohnt werden würde. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich einen besonderen Service bekommen würde. Ja. Hoch. Er frisst aber in sich rein wie Susanne. Hey, hier ist ja ein Koto. Frag mich, wem das wohl gehört. Also ja, ein bisschen was an Kultur, japanischer Kultur, Musikinstrumente kriegen wir auch serviert. So, das heißt, wir können den Aufzug benutzen. Einmal nach oben bitte. So, da ist El Chefe. Da sind viele Truhen. Stahlseelensake. Sake aus dem Geist des Stahls. Erhöht zeitweise Verteidigung. Ja. Glasperlen. Diese Perlen sollen von großer Handwerkskunst. Ein Reiseglücksbringer. Schützt Reisende vor Gefahren. Erhöht Glücklichkeitsstufe um 1. Ja. Libellenperlen. Einzigartig geformte Perle, die in vielen Farben leuchtet. Stahlfaustsacke. Sacke aus dem Geist des Stahls. Erhöht zeitweise Angriffskraft. Ein Biber. Ein Holzbär. Aus Holz geschnitzt, jedoch beeindruckend wie das Original. Weiliger Knochen S. Amaterasus Lieblingsgeschmack. Lieblingssnack. Gibt 3 Einheiten Solarenergie. Eine Vase. Vase, deren Schönheit jede Blume überstrahlt. Oh. Wir haben bereits auf dich gewartet. Du hast bei der Suche nach Chung gute Arbeit geleistet. Wir wollen dir auch danken. Als ich Paps alles über dich erzählt habe, war er sehr erstaunt. Stimmt doch, Paps? Zitscher. Oh oh. Der Boss ist sehr von dir beeindruckt. Wir wollen dir alles in diesem Körper als Belohnung geben. Du kannst dich unten im Gasthaus ausruhen und die heiße Quelle hinter dem Gasthaus ist super zum Entspannen. Jo. Ein Exorzismus ist... Jo, geringer Schaden und noch ein Korallenfragment. Bocken aus Korallen, stammt aus dem Drachenpalast. Mhm. Wir haben überall nach schon gesucht und konnten sie nicht finden. Du bist schon etwas Besonderes, Meister Gammler. Hey, ups, Entschuldigung. Wir haben mal überall nach schon gesucht. Du bist schon etwas Besonderes, Meister Gammler, ja. Der Boss akzeptiert nicht jeden, weißt du? Du hast ganz schön Glück. Der Boss akzeptiert hier jeden, weißt du, das schon ganz schön Glück. Ja. Geh weg. Oh. Nee. Ja. Was zur Hölle? Ja. Gesund. Dumm. Dumm. Ja. Warum, du Kleine? Dumm. Ja.
Zwitscher. Ah, ah. Der Boss ist sehr beeindruckt. Ja, gut. Was kriegen wir in der heißen Quelle? Also ja, die ist hier hinterm Haus. Das Tor ist fest verschlossen. Hm, sieht nicht so aus, als ob es abgeschlossen ist. Sollen wir nur dieses Tor öffnen? Nein, es zerschneiden bringt schon mal nichts. Hm. Entschuldige bitte, warte eine Minute. Das ist das Sasa-Badehaus, die berühmte heiße Quelle des Gasthauses Spatz. Aber ich fürchte, das Wasser ist uns ausgegangen. Wir haben im Moment geschlossen. Also, das heißt, es gibt kein heißes Wasser mehr. Das ist eine heiße Quelle hier, oder? Es passierte neulich, da war eine Art Erdbeben. Ich dachte, ich hätte einen Monsterbrunnen gehört. Dann hörte das Wasser einfach zu fließen auf. Erdbeben und ein Monsterbrunnen. Ich frage mich, ob das die Störung war, als alles schwarz wurde. Seitdem bete ich, dass das Wasser wiederkommt. Aber es gibt kein Anzeichen, dass das Wasser zurückkommt. Denn was ist noch niemals zuvor in der Geschichte des Sasa-Badehauses passiert. Es tut mir leid, dass du den ganzen Weg gekommen bist, nur um enttäuscht zu werden. Ich gebe mir selbst die Schuld. Zur Strafe werde ich in eine Pfanne springen und mich selbst braten. Hey, hör auf damit. Wir hassen es eigentlich sowieso zu baden. Bitte fließ wieder. Ich habe gebetet und gebetet und gebetet, aber das Wasser will einfach nicht fließen. Das ist es. Das ist das Badehaus. Es ist trockengelegt. Was würden bloß meine Ahnen dazu sagen? In eine Falle zu springen wäre ein passendes Ende für mich. Ich habe es dir doch bereits gesagt. Wir baden nicht. Stimmt's, Fellknäuel? Oh, der Geruch dieses Bambus weckt Erinnerung. Der Bambus ist das Zuflucht riecht wie kein anderer. Ich kann es kaum erwarten, zu beginnen, meine Bambusware zu machen. Ich muss rechtzeitig zum Fest fertig werden. Hey, das ist der alte Bambus-Typ. Oh, hallo Wölflein, kleiner Kobold. Dank euch für die Hilfe. Seitdem du die Tochter des Spatzenboss gefunden hast, ist es wieder möglich, in die Zaza-Zuflucht zu gelangen. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie danken. Gibt es irgendwas, das dir Probleme bereitet? Probleme? Nee. Aber der Spatz da drüben scheint Probleme zu haben. Oh, was ist los, kleiner Spatz? Bitte lass mich alleine. Ich muss die Dinge richten. Ich will den anderen kein schlechtes Beispiel geben. Wenn ich mein Fleisch den Göttern aufhöre, dann werden sie die Quelle wieder fließen lassen. Und schon geht es wieder los. Du möchtest diese ausgetrocknete Quelle wieder zum Fließen bringen? Ich kann dir vielleicht ein bisschen helfen. Was war das? Der Bambusbär auf meinem Rücken reagiert auf unterirdische Mineralien. Ich sollte in der Lage sein, herauszufinden, wo das Wasser der heißen Quelle ist. Bist du dir deswegen sicher, Großväterchen? Jo, meine Bambuswache lügt niemals, aber ich werde Hilfe brauchen. Nun sei ein gutes Würfel und grab mir ein Loch. Es wird lustig wie ein Spiel. Helfe, die Quelle zu finden? Klar. Danke euch beiden. Sehr gut, ich werde das heiße Quellengrabspiel erklären. Wenn das Spiel beginnt, werde ich anfangen, umherzulaufen. Deine Aufgabe ist es, schnell zu graben, sodass ich tief runterkomme. Aber sei vorsichtig, es lauern viele Gefahren unter der Erde. Ich werde mich beim Laufen auf das Wasser konzentrieren, deshalb werde ich Gefahr nicht ausweichen können. Und wenn ich zu schwer verletzt werde, dann werde ich nicht weiterspielen können. Aber wenn ich tief genug hinunterkomme, dann werde ich dir zeigen, wo das heiße Quellwasser hochkommt. Soll ich das noch einmal erklären? Ich habe es nicht verstanden, aber... Gucken wir mal. Nun gut, dann lass uns das heiße Spiel, Quellgrabspiel beginnen. Benutze, um die Löcke zu zerbrechen. Begleite deine Gefährten auf dem Weg nach unten und zerbrich die Blöcke, die er anzeigt. Blöcke können verschiedene Arten sein. Achte beim Aufstieg auf die verschiedenen Arten. Mhm. Das Spiel endet, wenn das Zeitlimit abgelaufen ist. Wenn du oder dein Begleiter Schaden nimmt, dann wird die Verfolgerzeit sogar noch kürzer. Sei vorsichtig. Du kannst zusätzliche Zeit in den Riesenknospen finden. Lass sie dir nicht entgehen. Probier verschiedene göttliche Pinseltechniken, um Felsen zu zerbrechen, um voranzukommen. Aha, aha.
So, holen wir uns mal mehr Zeit. Hä? Ich schneide doch wie ein Irrer. Und hab keine Tinte mehr. Okay, gleich habe ich wieder drei. Jetzt habe ich wieder keine Tinte mehr. So holen wir uns wieder mehr Zeit. Spreng mal hier. Oh oh, Alterchen, lauf nicht in die Stacheln. Achso, die Steine können wir nicht zerdeppern. So, noch einmal runter. Das können wir auch nicht kaputt. Okay, der Sandstein ist wirklich hartnäckig, ey. Grab weiter, okay. Na gut. Da scheint der Weg nach unten zu sein. Oh, wir haben auf jeden Fall eine... Kommst du, Scheißteil? Hallo, ich zeichne einen Kreis um dich. Warum wird das Ding nicht aufgehen? Ach so, ich muss hier graben, okay. Was für ein Hickmack. Wasser, Wasser. Das Wasser fließt wieder. Siehst du, wie ich schon sagte, mein Bambuswaren lügt nie. Gut gemacht, Ami. Danke euch beiden, das werde ich niemals vergessen. Ihr beide könnt jederzeit umsonst ins Badehaus kommen. Oh, ich werde den heißen Quelletanz ewig weiter tanzen. Sieh, Ami, es passiert schon wieder. Yay, eine neue Sternkonstellation. Okay, das sind wirklich wenig Sterne.
Jetzt diesmal aber. Da hat er ein Problem rauszukommen. Und Amaterasu hat gepennt. Ah, Amaterasu, Phyllis, alles gut und unser aller Mutter. Ja. Ich hatte mich hier versteckt und wanderte unter der Wasseroberfläche. Ich, Nurigami, Gott des Wassers, bin glücklich, dir meine Kraft zu verleihen. Befeuchte die durchsichtige Erde und stelle den Glanz der Natur wieder her. Origami, oh, das ist der Gott des Wassers. Das bedeutet aber, dass du die Wasserstrahl-Pinseltechnik bekommen hast. Autsch, heiß, heiß, heiß. Feuer, ich brenne. Nein, das Braten war eine dumme Idee. Aber das Glück, Ami braucht ein bisschen Übung. Ami versucht das Feuer mit der Technik Wasserstrahl zu löschen. Wasserstrahl ist eine Pinseltechnik, die sich die Kraft des Wassers zunutze macht. Zieh einen Strich vom Wasser zum Ziel hin. Die Kraft des Wassers wird sich in der Linie manifestieren und einen Strom erschaffen. Genug geredet, du solltest es lieber schnell probieren, bevor er ganz durch ist. Zieh einen Sprintstrich von der heißen Quelle aus dem zum Spatzen. Ich weiß bereits, dass du es kannst. Willst du es nicht neu Pinseltechnik mal ansehen? Hör, hörst du mir überhaupt zu? Wasserstrategie ist bei den Technik, die das Wasser zu uns macht. Muss von einer Wasserfläche aus starten. Na, dann versuchen wir es mal so. Ah, exzellent. Kein gebrannter Spatz für dich, aber zumindest kannst du einen Strahl machen. Das ist noch nicht die ganze Macht des Wasserstrahls. Siehst du das blubbernde Wasser in der Mitte der heißen Quelle? Das nennt man eine Wasserkraftstelle. Die Kraft des Wassers ist dort konzentriert. Wenn du von dem blubbernden Wasser aus einen Strich direkt nach oben malst, durch Welten erschaffst du eine riesige Wassersäule. Mhm. Das ist, was ich gemeint habe. Jetzt beherrschst du Wasserkraftstellen. Hey, ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Vielleicht können wir das einsetzen, um Schätze an hochgelegenen Plätzen zu finden. Dann schaff einfach immer eine Wassersäule, wenn du eine Wasserkraftstelle siehst. Jo. Hm. Erklärt aber noch nicht, wie ich durch das Tor da drüben komme. Hm. Das Tor ist jetzt verschlossen. Ja, und hier komme ich nicht drüber, ja. Wow, guck dir das, dieses Pamus-Ding ist aber riesig. Kann etwas so groß wirklich funktionieren? Diese Dinger klappen vor und zurück durch das Wasser, das sich in ihnen gesammelt hat. Ich weiß nicht, ob es einsatzbereit ist, aber auf jeden Fall bewegt es sich nicht. Ich habe schon kleinere Gärten gesehen, die nicht viel Wasser benötigen. Aber dieses Monster-Ding braucht bestimmt große Wassermengen. So? Hey, ja, das war das Rätsels Lösung. Ist doch toll. Wir können jetzt weitermachen. Jedenfalls hier.